So, moin meine Lieben und willkommen zur Abschlussrunde, also definitiv das letzte Video aus dem Offroad-Park Peckwitz von dem Quad-Treffen der Quad-Freunde Altmark and Friends. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, wenn ich tue es mir leid. Es war eine super geile Veranstaltung hier gewesen und echt anstrengend auch. Wie gesagt, wir haben jetzt Sonntag und ich habe mein Auto eigentlich schon zusammengepackt, aber man muss ja trotzdem nochmal eine Runde drehen. Und das ist jetzt unsere Abschiedsrunde. Wir haben uns jetzt hier mit ein paar Leuten mal zusammengepackt und werden jetzt auch hier auf die Bahn durchgewunken oder sie springt davor oder... So, wir haben grünes Licht fürs Intro. So, es geht wieder los. Da vorne ist der Eingang. Ich weiß nicht, wo wir langfahren, wie die Runde geplant ist. Ich fahre jetzt einfach ein bisschen. Und entschuldigt, wenn meine Stimme heute wahrscheinlich ein bisschen krächzig und so halb verschluckt ist. Die Nächte waren ja doch irgendwie eisig kalt gewesen. Ich bin jeden Morgen irgendwie mit Halsschmerzen aufgewacht. Also, naja. Und durch dieses viele Reden und alles hat die Stimme jetzt so ein bisschen nachgelassen. Und nein, es liegt nicht am Saufen, weil das habe ich nicht gemacht. Gestern Abend war eigentlich das Ziel gewesen, eine Nachtfahrt, in Anführungszeichen, zu machen. Wir sind dann losgefahren? Um 20 nach 7. Man darf bis 20 Uhr fahren. Hatten also quasi knapp 40 Minuten hier nochmal ein bisschen rumzudrehen. Und das war nach 10 Minuten auch richtig schön, düster gewesen. Aber wir mussten die leider abbrechen, die Tour, weil wir, ist das da vorne schon? Genau. An dem Turm hier vorne haben wir die Tour gleich abgebrochen, weil vor uns war nämlich leider ein Lütter gewesen, der ein bisschen Pech hatte mit seinem kleinen Quad. Also wir haben den durch Zufall nur getroffen, er war nicht von Anfang an quasi bei uns mit in der Runde. So, er ist nämlich genau in der Kurve, hier vorne stand da, ist ihm leider ein Vorderreifen weggebrochen. Und er stand dann quasi nur auf drei Beinchen da. Und dann haben wir erstmal abgebrochen und ihm geholfen, halt das Ding beiseite zu packen, darum, dass halt... Papa kommt und da haben wir versucht, dieses Quad halt hier rauszubringen und dann war es, als wir das Kinderquad draußen hatten, war es mittlerweile auch schon, ich glaube 5 vor 8 oder so, also haben wir dann gesagt, gut, ab ins Lager, fertig machen. Deswegen gibt es leider keine Dunkeltour. Wer weiß, ob ihr überhaupt was gesehen hättet, weil die Scheinwerfer, habe ich ja schon gesagt, sind beim Dunkel nicht so toll. Aber wie gesagt, die werden eh umgebaut. Das geht jetzt nach Peckwitz, so wie ich hier das erste Cleanup fertig habe von der Maschine und sie da ein bisschen sauberer dasteht. Oh, auf was wir nicht alle überholen hier. So, jetzt haben wir uns mal woanders positioniert, dass wir wieder ein paar mehr Fahrzeuge sehen. Ja, auf jeden Fall, das war die Geschichte zur Nachtfahrt. Also wir waren im Dunkeln unterwegs, nur leider nicht so wie geplant. Aber das Thema Hilfe und Bereitschaft und alles, das muss man echt mal ansprechen. Das war bei diesem Treffen so klasse gewesen. Egal, was man wo hatte, wo man stehen geblieben ist, du bist quasi in ein Loch reingeballert, stecken geblieben, du konntest ja schon fast zählen. 21, 22 und baff, hattest du 1000 Hände irgendwie an deinem Quad dran gehabt. Warte mal, stehe ich bei der richtigen Gruppe? Falsch, nee, doch. Jetzt mussten wir hier einen kleinen Stop machen, weil irgendwie noch ein paar Fotos gemacht werden sollten oder so, keine Ahnung. Glaube ich zumindest, für dich habe ich nur so hier mitgestanden. Nein, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ja, staubig, super. Können wir noch ein bisschen gucken. Wo war ich denn gerade? Ach ja, die Hilfsbereitschaft. Wie gesagt, es war so geil gewesen. Es war alle so hilfsbereit. Es war so, auch die Stimmung war einfach nur, wie soll man das sagen, aber allgemein war die Stimmung so super harmonisch hier. Selbst wenn man irgendwo da durch den Wald durchgeballert ist und oder man hat jemand anders die Vorfahrt ausgenommen. Es gab keinen bösen Blick, kein gar nichts. Einfach nur lächeln, durchwinken und einfach toll. Also ich wüsste auch nicht, dass es überhaupt irgendwie Stress oder sowas in der Richtung hier gegeben hat. Also ist mir nicht bekannt. Es sind wohl 620 Fahrzeuge, glaube ich, hier gewesen gezählt. Zumindest, glaube ich, stand gestern Abend.
Da muss man sich mal vorstellen, also es ist meistens oder in der Regel so, dass pro Fahrzeug zum Teil ja mehrere Leute da sind. Also wir haben ja auch Familien da, wo dann halt 4 Personen anreisen und haben halt ein Fahrzeug. Also du hast auf jeden Fall mehr Leute hier wie Fahrzeuge. Und da muss ich überlegen, da sind wir garantiert hier fast auf 1000 Menschen, die wir jetzt hier hatten, für so ein Treffen. Richtig geil. Also ihr merkt, ich bin total begeistert. Es hat so viel Spaß gemacht. Es gab so viele tolle Gespräche. Ich habe es, glaube ich, nicht abends geschafft, jedes Lager so zu besuchen, wo ich überall dann auch eingeladen worden bin. Weil man setzt sich ja nicht nur für 5 Minuten, man will länger halt, und irgendwann war die Nacht halt zu Ende oder die Sonne drohte mit dem Aufgang. Und also die ich leider nicht besucht habe, das kriegen wir bestimmt beim einen oder anderen oder nächsten Treffen dann noch hin, dass ich dann halt da mal zu Besuch hinkomme. Und bevor ich jetzt anfange hier mich bei Einzelnen jetzt zu bedanken, da vergesse ich garantiert den einen oder anderen. Vielen, vielen Dank an euch alle, es war einfach nur klasse. Also auch an die Altmark-Crew, ihr habt das einfach nur spitze gemacht. Das ist ein richtig tolles Treffen, eine super familiäre Stimmung. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es klappt nächstes Jahr wieder, also dass das alles mit der Veranstaltung so hinhaut, dass wir wieder so ein geiles Treffen haben. Und da werde ich natürlich auch versuchen, dass ich schaffe, dabei zu sein. Termin und sowas werden bestimmt wieder frühzeitig bekannt gegeben. Okay, jetzt ist wieder Operation Desert. Oh nein, nicht reinlassen. Luft anhalten. So, es ist mitten am Tag, super Belichtung und man sieht die Quatsch nicht mehr. Wobei, mir ist aufgefallen bei der GoPro, die scheint das irgendwie super geil wegzufiltern. Da sieht man auf dem Bildschirm, finde ich, immer mehr, als man so in echt gesehen hat. Oder ich habe einfach nur so schlechte Augen. Was natürlich auch stimmt, aber ich habe ja eigentlich eine Brille auf. Auch die Fahrvideos sind diesmal, glaube ich, ein bisschen weniger. Also gefühlt habe ich, glaube ich, nicht so viel aufgenommen beim Fahren. Weil bei den meisten Fahrten hatte ich halt die Kamera echt ausgehabt. Auch schon, weil wenn wir irgendwo dann, sag ich mal, chillige Runden gemacht haben, jetzt hatte ich schon durch ein bisschen den Hahn aufgerissen, aber haben dann halt so an den Löchern, wo halt ein bisschen was zu sehen war, dann halt auch angehalten und dann auch ein bisschen gequatscht, wenn man wen getroffen hat und das hätte es immer zu weit auseinandergerissen und bevor es zu viele Chaos-Vlogs werden, ich glaube, die ich jetzt habe, sind eh schon alle ja, sehr durchwachsen. Vom Material her müsste es auf jeden Fall eine ganze Ecke weniger werden, weil ich nämlich normalerweise hier immer mehrere Speicherkarten voll baller und bin diesmal mit einer rausgekommen, also weiß ich habe auf jeden Fall weniger aufgenommen. Ich werde es wahrscheinlich auch diesmal so machen, dass ich auch wirklich mal so längere Passagen drin lasse, wo ich halt nicht quatsche und alles. Weil gerade wenn man so diese Sprunghügel und sowas da fährt, hier diese, dass man sich halt ein bisschen mehr konzentriert, wenn man sich auf den Pinsel packt. Ach, apropos Pinsel packen. Ja, ich habe mich ja sogar lang gemacht einmal. Leider war die Kamera in dem Moment nicht an. Und zwar war das auf diesem großen Platz, wo diese Stufen sind, wo man sich draufstellen kann und wo auch die Kids quasi mal ihre Kreise drehen. Ja, auch ich habe mich wieder versucht an Kreise drehen. Habe aber nicht gemerkt, da hat wohl im Fußboden oder in dem Boden so eine Metallstange irgendwie oder so einen Bogen rausgeguckt. Das habe ich jetzt im Nachgang erst gehört, weil das wohl mehreren da passiert ist an der Stelle. Und da bin ich beim Driften mit dem Hinterreifen dagegen gekommen und dann ist... Ich rede gerade mit mir selber! Bin ich auf jeden Fall mit dem Hinterreifen gegen die Stange gekommen und die Maschine hat mich abgeworfen. Also lag sie auch auf der Seite. Wo bin ich hingekippt? Ich bin nach da gekippt. Deswegen sieht man hier auch da kleine Schürfwunden. Aber alles ist super heile geblieben. Also haben wir doch wohl vernünftig gebaut. Ist nichts verzogen, nichts krumm, alles gut. Aber wie heißt es immer so schön? Lernen durch Schmerz. Obwohl, das hat ja nicht doll wehgetan. Mir nur quasi auf der Seite runtergefallen. Ja, aber muss halt auch mal sein. So, jetzt geht es endlich weiter. Mussten schon wieder einen kleinen Fotostop einlegen. Dabei habe ich meine Haare gar nicht gemacht. Mittlerweile kann man hier auch wieder richtig gut fahren. Die hatten ja gut ausgekoffert gehabt, als wir quasi angekommen sind. Und mittlerweile kann man hier wieder schön fahren. Zusammengefasst muss man sagen, es war so ein geiles Wochenende. Es hat so viel Spaß gemacht. Einfach nur der Hammer. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn das so staubt, sieht man nicht, ob da vorne eine Baumwurzel gleich ist oder so.
Aber ui, au, hast keine Brille auf. So, fürs nächste Mal fehlt als Verbesserung, wenn es so staubig ist. Ich glaube, ich werde mir so eine Taucherbrille oder sowas aufsetzen, dass man die Augen nicht dazu hat. Ich weiß, mit den Crossbrillen, die könnte man ja auch aufsetzen. Das Problem ist nur so, als Brillenträger, die werden das wahrscheinlich können, wenn man an der Seite so Luft reinzieht, beschlägt das Ding immer so super schnell. Und das ist mal ein bisschen blöd dann. So, ich hoffe, euch hat diese kleine Reihe von den ganzen Packwiz-Clips jetzt auch gefallen. Also mit dem Video ist jetzt erstmal Schluss für dieses Jahr, Packwiz zumindest. Und ich habe es zumindest so vor, dass ich die nicht alle hintereinander so mache, damit es halt für jeden was dabei ist. Nicht jeder guckt sich sowas gerne an. Dass wir vielleicht so ein Mix machen, ne? Mal ein Schraubervideo, mal ein Vlog und dann halt wieder Offroad, dass man so quasi drei verschiedene oder Fahrzeugtests noch dazwischen, dass man ja mehr oder weniger alles abgedeckt hat in einer Woche. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher umgesetzt kriege und wann ich das erste Mal dazu komme, mich quasi ans erste Video zu setzen. Ob ich da ja morgen, also morgen ist Montag, morgen früh, da habe ich nämlich noch Urlaub. Da wollte ich eigentlich sauber machen. Das noch schaffe, vielleicht noch ein Video schon mal fertig zu schneiden. Aber ansonsten, es wird kommen. Oder es ist gekommen. Ist das letzte Video. Wenn wir hier gleich mit der Zirkelei ein bisschen durch sind, kann ich mich auch verabschieden, weil so brauche ich ja meine Hand. Aber wenn ich ja eine vom Henker lasse, dann kann das, glaube ich, böse ausgehen. Ja, aber das sieht jetzt hier, glaube ich, gleich ganz, 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 ganz gut aus. So, jetzt sind wir auf der Geraden. Jetzt kann ich eine Hand vom Lenker nehmen und kann euch wie immer verabschieden mit, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.